Herzlich willkommen zu einem neuen Video zur Korrelations- und Bestimmtheitsmaß. Es gibt ein anderes Video, da zeichnen wir das. Das heißt, wir haben Korrelations- und Bestimmtheitsmaße gegeben und wir zeichnen die. Und jetzt wollen wir uns eine Aufgabe angucken, wo wir das drehen. Das heißt, wir schätzen die. Gucken wir uns ran. Im Prinzip ist es einmal andersrum. Was sehen wir hier? Hier sehen wir einmal die Aufgabe dargestellt. Wir haben jetzt vier Scatterplots und ergänzen Sie die Überschriften der jeweiligen Scatterplots. Das heißt, wir haben hier immer stehen Pearsons Row, Pearsons Row, Pearsons Row, Pearsons Row und hier jeweils R Quadrat, R Quadrat, R Quadrat. R Quadrat. Was war das noch gleich? Das Rho ist der Korrelationskoeffizient und damit gibt er an, wie die Steigung im Prinzip der Geraden ist, also standardisiert. Da haben wir drei Ausprägungen von. Und wir können ein Rho von minus 1 haben, ein Rho von 0 und ein Rho von plus 1. Und in diesem Fall von minus 1 haben wir eine Winkel, also einen 45-Grad-Winkel nach unten. Eine parallele Gerade, 45 Grad Winkel nach oben. Die Gerade, es kommt die Steigung drauf an. Und dann natürlich dann dazwischen, das passt dann dazu. Und dann haben wir noch das Bestimmtheitsmaß. R Quadrat ist das Bestimmtheitsmaß und damit die erklärte Varianz. Also der Anteil der erklärten Varianz, also der prozentuale Anteil der erklärten Varianz. Also muss die Aufgabe 3, schreiben wir gleich nochmal hin. Und wichtig ist auch hierbei, nochmal zu überlegen, wie sehe das aus, für eine beliebige Gerade, noch eine beliebige Gerade. Und wenn wir ein R-Quadrat von 0 haben, also 0%, oder ein R-Quadrat von 1 haben, also 100%, dann laufen unsere Punkte wie folgt. Bei 0 erklären wir sehr wenig. Das heißt, wir haben unsere Geraden streuen, also Punkte streuen sehr stark um die Gerade. Und bei R-Quadrat gleich 1 liegen die faktisch perfekt drauf. Passiert nicht immer, genauso wie bei 0, aber so sieht es aus. Also wir haben keine Varianz mehr über. Unsere Gerade läuft durch unsere Punkte. Es gibt keine Varianz, weil die Punkte streuen nicht mehr drumherum. Also es gibt keine Varianz. Und bei 0 streuen sie perfekt, also nur drumherum. Ja, ist so eine Sache per se. Und wir sollen das jetzt abschätzen, unsere Rohwerte. Dafür können wir jetzt erstmal knallhart unsere Winkelhalbierenden hier einzeichnen. Hilft schon ungemein. So, und dann können wir uns überlegen, wie ist die Steigung? Also hier geht es runter, ist ein Minus, hier geht es hoch, hier ist ein Plus, runter ist ein Minus, hoch ist ein Plus. Das ist eine Winkelhalbierende hier. Hier unten links ist eine Winkelhalbierende, minus 1, das ist plus 1, das ist sozusagen auch eine Winkelhalbierende unten rechts. Hier oben meine ich zu erkennen, dass das so ein bisschen wegkippt. Also ich würde mal sagen, plus 0,8. Und das hier ist ja auch, ja, kippt auch ein bisschen weg. Ja, vielleicht minus 0,7, 0,8, irgendwas um den Dreh. Also da kommt es jetzt auch nicht drauf an,
dass das jetzt unbedingt so perfekt passt. Ist so in Ordnung. Wichtiger ist dann R². Hier liegen die Punkte alle drauf. 1. Und jetzt müssen wir gucken. Je mehr die Punkte weg sind, desto kleiner wird das R². Hier streut es am stärksten oben rechts, weniger unten rechts und am wenigsten unten links dann im Verhältnis. Das heißt, hier machen wir meinetwegen 0,8, 0,8, 0,6, 0,4 zum Beispiel. Dann haben wir das zusammen. Es muss halt im Verhältnis stimmen. Immer dran denken, in der Klausur werden die zufällig generiert. Ich versuche, dass das nicht ganz so wild ist. Sie rechnen ein statistisches Modell. Was sagt Ihnen die R-Quadratwert über das jeweilige Modell? Ist der prozentuale Anteil der erklärten Varianz der geraden Schrägstrich Modell. Und dann hätten wir diese Aufgabe schon durch. Es gibt diese Aufgabe nochmal gedreht. Guck mal rein in Fragen und Antworten. Da musst du eben aus den Überschriften die Abbildung malen. Vorwärts, rückwärts. In dem Sinne wünsche ich dir noch was. Bis demnächst.